Diese Perspektive zu sehen, dass es nicht geborene Teufel sind, sondern eben wirklich Menschen wie du und ich, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Der Auschwitz-Kommandant Rudolf Höss lebt mit seiner Frau Hedwig und seinen Kindern Mauer an Mauer mit dem Konzentrationslager. Während dort ein permanenter Massenmord stattfindet, führt die Familie in ihrem Bilderbuch zu Hause ein äußerst privilegiertes Leben mit banalen Alltagssorgen. Das Drama The Zone of Interest betrachtet das Grauen des Holocaust, ohne es explizit zu zeigen. In der Rolle des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss brilliert Christian Friedl. Ich habe mich versucht, ihm als Mensch zu nähern, auch wenn das schwerfällt, weil ich ihn überhaupt nicht mag oder auch seine Taten natürlich verurteile. Aber der Film zeigt ja Menschen wie du und ich und soll ja auch daran erinnern, was in uns allen leider auch möglich ist. Und deswegen habe ich versucht, ihn so menschlich wie möglich zu zeigen und habe mich selber erschreckt, als ich es das erste Mal gesehen habe, wie menschlich es ist. The Zone of Interest unterscheidet sich in einem wesentlichen Aspekt von vielen anderen Filmen über die NS-Zeit. Ich glaube, die Perspektive ist besonders, weil es wirklich die Täter in den Fokus rückt und trotzdem das immense Verbrechen, was dort passiert ist, fühlbar, schmerzlich fühlbar macht. Und ich glaube, diese Perspektive zu sehen, dass es nicht geborene Teufel sind, sondern eben wirklich Menschen wie du und ich, das ist, glaube ich, das Wichtigste. The Zone of Interest startet am 29. Februar im Kino.